Hallo Freunde, ist geil, YouTube Sports. Willkommen zurück hier in Spanien. Das mit dabei, der Camillo und Dani. Das. Hallo, grüß dich. Ja, in Belgien auf Spa oder genau. In Spa. So, Rennstrategie, 3 Runden, okay. Also doch weniger gedacht, als ich mir eigentlich eingeplant habe selber. Ist schon wieder Cheat, ne? Ja, und 8 dann mit den roten Reifen, mit super weich, erst mit Ultra, ey, voll. Und dann aber auch nur 11 Runden, aber die Strecke ist ja auch nicht gerade kurz, ne? Jo, und diesmal aufpassen, dass wir nichts verkehrt machen hier. So, dann mal auf los geht's los, würde ich sagen. Ich hasse das. Aber die Ampel, ey, das ist voll... Boah! Lieber ein bisschen später gestartet. Oh, der Virus bremst wieder zu spät. Oh, zu früh. Oh. Ja, ist schon recht. Boah, so nah an der Begrenzung her und hörst du so flatter, 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 flatter. Dieser Sound ist total geil, ey. Ja, dunkelgrüner Frontdings, egal, geht noch. Jetzt auf der langen Geraden wollen sie es dann alle wissen. Oh, 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 was mach ich denn? Ah, hä? Lenk doch, du Vogel! Alter, das gibt's doch nicht! Rum! Hallo? Oh, jetzt darf ich mir auch noch neue Batterien suchen, oder was? Das gibt's doch gar nicht. Ah, war Fangulu. Na, scheiße. Ausgerechnet jetzt. Oh, 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 krieg dich wieder ein. Oh, das ist natürlich jetzt voll für den Arsch. Nee, kannst du nichts mehr retten, scheiß Batterien. Oh Mann, da hat er sich beinahe wieder quergestellt. Ist ja auch. Ist das ärgerlich. Vettel, was ist du? Und ich konnte, ich habe mich bei dem jetzt wieder nicht eingefangen. Jetzt zieh auch noch rüber, du blöder Affe! Man! Gut, dass ich gebremst habe, ey. Sonst hätte ich jetzt aber ganz schön da gesessen, ey. Ganz langsam an den Ferrari ran, Alter. Boah. Oh, siehst dann aber schon, wie die Motoren da aber ganz schön Power geben müssen, so. Da, guck. Nein! Die haben auch vorher echt keine Anstalten gemacht, irgendwie, dass sie leer gehen, ey. Ist doch zum Kotzen. Blinkt doch der Controller, oder nicht? Nee. Deiner nicht? Nee. Kann doch gar nicht sein. Hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Nee, nee, der blinkt nicht. Da müsste normalerweise eine Meldung auf dem Bildschirm kommen. Aber naja. Der Vettel, der geht ab, Alter, das ist unglaublich. Ey. Und da ich gleich mit meinen Reifen, Alter, auch schon auf 36. Ist doch kein Wunder, dass ich da nicht so ganz so gut mithalten kann. Oh, komm rum. Boxenstopp. Oh. Oh, Alter, hör mal heftig, ey. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstopp. Boxenstopp! Okay, wir können dich diese Runde
Ah ja, was ein Rotz. Manchmal funktioniert der Funk aber auch nicht, wie er soll. Einmal eine neue Nase und andere Reifen, bitte. Ja, wechselt die auch mal ein bisschen flotter? Wie lange so eine scheiß Nase dauert, ey. Egal, wir machen jetzt Trick 17, wenn das klappt. Oh, für den Stroll ist es schon vorbei, das Rennen. Nee, da komme ich doch nie wieder dran, du. Gut, dass ich muss keinen Boxenstopp mehr machen. Gut, dass der Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Das habe ich zum zweiten Mal Boxenstopp gesagt und jetzt kommt mir der Jeff gerade noch um die Ecke. Buchs, Buchs, Buchs. Also taub ist der auch. Ach, hast du was kaputt gefahren? Nee, egal, ich muss rein. Die Reifen gehen nicht mehr. Ich habe schon 50% ey, auf den Dingern. Oh, 50 geht ja noch. Na, fahr ich lieber ra. Oh, fast eine halbe Runde Rückstand, ey, das gibt's doch gar nicht. Beim nächsten Mal tue ich mal vorher neue Batterien rein. Fahr raus, fahr jetzt raus. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Alles klar, Jeff, weiß ich Bescheid. Schnuckelchen. Oh, ich bin jetzt 4 Runden gefahren, anstatt 3 Runden, aber das ging noch. Grenzschmerzig das Ganze. Also das ist auch so eine Strecke, wenn man einmal hinten dran ist, kommt man auch vorne nicht mehr ran. Nee, das ist ja so eine Kraftstrecke einfach, wenn du so willst. Deswegen jetzt mal gucken, vielleicht mit der Strategie ein bisschen arbeiten, ob das funktioniert. Mal schauen. Ansonsten ist vorbei, bye. Was, GeForce? Geh weg, Alter. Mann, das Spiel minimiert sich doch, nicht einfach. Alter, was ist das für eine Scheiße heute wieder? Scheiß Meldung, neuer Treiber verfügbar. Schon. Wer will denn sich Schrotze wissen? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2. Wieder Zeit verloren durch die Scheiße. Scheiß GeForce Ready Treiber da, geh weg mit dem Rotz. Porca miseria. Ah, da wäre es jetzt besser gewesen, wenn ich mehr Benzin mitgenommen hätte. Hätte ich mehr Fett fahren können. Na egal. Das klang jetzt so pervers gerade. Nee, war gut, okay, alles gut, alles gut. Mehr Fett fährt. Okay, der Wagen hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Die ersten waren schon alle in der Box, aber ich komme trotzdem nicht ran. Kann man sagen, einfach weiterfahren und gucken, was geht. Oh.
Ja, die Kurve mal gut. Ausgezeichnet, das ist eine neue schnellste Rundenzeit für dieses Rennen. Ja, 2,8 Sekunden. Oh, wenigstens schon mal zwei Plätze wieder gut gemacht. Ja, das ist gut, Daniel. Gut, gut, gut. Oh. Kriege ich jetzt DRS auf Alonso? Jawohl, endlich. Bringt mir zwar auch nicht wirklich viel, aber... Ja, der lässt mich natürlich jetzt auch nicht so einfach vorbei, ist klar. Aber war gefährlich, aber Hauptsache vorbei. So, an den ersten Pull komme ich langsam ran. Ah, das ist gut. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Gucken, dass wir das Beste draus machen hier. Man irgendwie noch so 2-3 Punkte zumindest mitnehmen kann. So, das ging doch gut. Ey, Ricardo, hör auf mit dem Scheiß. Wir sind hier nicht beim Demolition Derby. Mit deiner Gewürzgurke da. Wir trinken beide denselben Rotz, also lass mich weg. Konnte es nicht abhaben, dass ich ihn gecasht habe, den Sack. Ja, so sind sie. Die KI hinterlistige. Ja. Lass mich raten, die KI hat bestimmt der Paul. Also nicht. Programmiert. Oh, Wehrlein und Erix und Quert, was macht ihr denn hier? Tut mir leid. Ey, das gibt's doch nicht. Diese Kurve vor Start und Ziel, Alter. Ich dreh mich da immer, ey. Leicht. Also, diese Kurve ist echt... Oh, sei froh, dass du da schon da bist. Hast du auch noch Vorsprung, also kannst du ja nicht matzen. Boah, viel ist nett. Problem ist, jetzt habe ich den Pulk überholt, aber da kommt jetzt nichts mehr und das ist ein bisschen doof gerade. Das dann noch in drei Runden. Nee. Ja, die sind in der nächsten Kurve. Also da, wenn du Glück hast, kommst du dann in einer. Der eine ist gerade in die Box gefahren, wenn du Glück hast. Ja, sind zwei in der Box sogar, sehe ich gerade. Ja, hast du schon mal wieder zwei Plätze gut gemacht.
Massa ist zwar knapp, aber dich hole ich mir noch. Ja, ich weiß, dass der Ultra weichert. Für mich schlecht. Tunnelblick ein und gib ihm. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. 5 Runden? 9, 10, 11, passt. Oh, das war doch mal, die Kurve habe ich mal, jetzt habe ich so gut gekriegt. Wow. Gut gemacht, du bist die bislang schnellste Runde des Rennens gefahren. Oh! Und der curft mich gerade drehen, Alter, geht mal gar nicht klar. Oh, wow, 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 wow. Vorne links 36, Alter. Die gehen ganz schön rein. Komm schon, komm schon. Hätte ich vielleicht ein bisschen mehr bremsen sollen. Aber ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger fahren. Meine Reifen machen das nicht mehr mit. Bin schon bei 38. Das ist... grenzschmerzig. Ja, oh ja, ich weiß, wegen dem Dreher da vorhin. Oh. Na, und jetzt Stoff. Ist doch gut. Der sollte noch machbar sein, dann ist Schluss. Ach, diese eine Kurve da, Mann, da musst du nur echt mit gemindertem Speed durchrollen, sonst hast du keine Chance da. Die trägt dich so raus. Fahrer vor mir. Oh, heftig Metal, ey. Diese Kurve nicht schon wieder, ey. Ich versau mir die Zeit. Lalala. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Komm schon, Mensch. Lieber ein bisschen langsam. Ich fange damit an zu rutschen, schon langsam, ganz leicht, du. Oh, da ist schon... Aha. Die Reifen, das ist jetzt tricky. Da muss ich jetzt aufpassen, damit ich nicht irgendwas mache hier, wo ich das nicht will, dass ich das passiere. Ja, man merkt's. Oh, jawohl, ein bisschen mehr bremsen ist schon, also ja, bei 50 ist das schon heikel. Da geht also nicht mehr viel. Nee, kriege ich nicht mehr. Na. Ärgerlich alles heute. Nee, komm, fahr. Ah, schade. Oh, da hat Andrea gehabt. Ah, nicht so gut. Oh, oh! Ach, fick dich! Du hättest andersrum drehen müssen, Daniel. Ah, ja. Scheiß der Hund drauf. Oh, das. Oh, oh. Komm, rein noch mit. War es Glück, dass die jetzt keiner nicht so nah hinter dir waren. Wow. Ja, da wollte ich den Hamilton unbedingt noch kriegen. Ja. Scheiß Batterie, scheiße da. Da kam der GeForce-Mist dann noch um die Ecke, ne? Ja, kannst du knicken, die Rotze. Naja. Na gut, den Hamilton hätte ich sowieso wahrscheinlich nicht mehr gekriegt, aber egal. War's knapp hinten dran, war's sehr knapp. Na, gucken, was sagt denn die? Na gut, dann bin ich natürlich dann jetzt wieder Zweiter nur geworden, weil der Vettel 10 Punkte jetzt mehr hat. Oh, der Hamilton ist auch. Eieiei, ein Punkt mehr als der Hamilton. Oh. Ja, für dich war es natürlich gut, du brauchtest natürlich ein paar Punkte erstmal, ne? Oh ja. Gut, Punkte ist noch untertrieben, aber ja, ich brauchte echt welche, ey. Ja, Mercedes kriege ich nicht mehr, kriegen wir nicht mehr. Holy moly, 315 Punkte zu 185, ja nee, ist klar. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, das war jetzt nicht so optimal, aber noch gut wieder rangedingst. Ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut's da rein, macht's gut, tschö. Ciao mit V.